Mein Quartier ist das schäbigste Zimmer in der miserabelsten Herberge dieser Stadt am Amazonas. Eisernes Bettgestell, Seegrasmatratze, ein Spind, an dem die Holzwürmer wahrscheinlich schon ein Jahrhundert nagen, Tisch und Stuhl, von einer Unzahl Nägel mühsam zusammengehalten. Das ist alles. Es ist heiß in diesem Zimmer. Heiß und stickig. Der Hafen ist nah. Man riecht ihn. Schmieröl und faulender Fisch. Trotzdem kann ich hier freier atmen als im vollklimatisierten Manaus Gar-Hotel mit seinem Duft der großen, weiten Welt. Ich schreibe. Ich muss schreiben, weil ich mir Klarheit verschaffen will. Klarheit über eine Entscheidung, die Entscheidung meines Lebens sein könnte. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht einmal, ob ich es selbst war, der sich in diese merkwürdige Situation hineinmanövriert hat. Oder ob es die Umstände waren. Diese verdammten Umstände, die uns so oft zwingen, das Gegenteil von dem zu tun, was wir tun möchten. Ich beginne dort, wo auch meine Geschichte ihren Anfang nahm. Vor einem halben Jahr und einige tausend Seemeilen entfernt. Im guten, alten Wien. Ein Phantom wird gejagt. Hörspiel in 3 Folgen von Eberhard Kreisig. Erste Folge: Strafmandat für einen Toten. Punkt 11 Uhr muss ich meinem Chef 40 Zeilen auf den Tisch legen. 40 Zeilen, Eddie. Oder ich kann einpacken. Na, Herrgott, Sie können mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Irgendeinen Tipp müssen Sie einfach für mich haben. Na ja. Na los, rücken Sie raus. Was tut sich im Geschäft? Ja, nichts gehört und nichts gesehen. Das Einzige, was Ihnen geben könnte, ist diese Aktentasche. Ah ja, ich weiß. Erstklassige Verarbeitung, echt Leder. Verdammt nochmal, ich brauche eine Story, Eddie. Eine Story und keine Aktentasche. Ja, die braucht Geld, klar. Ich zieh das Ding hoch, weil ich denk, so eine stinkvernehme Taschen wird's in sich haben. Und was finde ich? Nix als irgendwelche Papiere, für die man nicht einmal eine Wurstzähne kaufen kann. Papiere, Eddie? Was für Papiere? Na, meinetwegen. Na los, schauen's her. Nicht so auffällig, Mensch.